Das Jurassic Franchise weist eine ganze Menge an, an Fragen auf, die wir auch so selber in den Filmen bzw. in bestimmten Extras nicht wirklich beantwortet bekommen. Unter anderem gibt es hier eine essentielle Frage, die euch da draußen sehr stark beschäftigen und die generell eine Berechtigung haben, auch gefragt zu werden. Nämlich das sogenannte Mount Sibo Paradoxon, obwohl ich der Meinung bin, Paradoxon passt nicht ganz dazu. Hierbei geht es lediglich um die Frage Weshalb wurde der Jurassic World Park eigentlich auf einer Insel errichtet, die scheinbar einen aktiven Vulkan beherbergt hat? Oder wenn dieser Vulkan eigentlich nicht aktiv gewesen ist, als der Jurassic World Park dort errichtet wurde, dann ist eben die Frage, warum wurde der Mount Zibo dann von jetzt auf gleich wirklich aktiv? Und ich habe mich mit dieser Frage lange Zeit nicht beschäftigt, weil ihr mir das immer wieder geschrieben habt und tatsächlich beruft ein Gerücht, ein angeblicher Kanonfakt fakt lediglich auf einer Theorie, die niemals offiziell bestätigt wurde. In diesem Video hier klären wir jetzt also die Frage, warum ist der Mount Zibo tatsächlich laut offiziellem Kanon in Jurassic World 2? Ausgebrochen. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Der Mount Sibo liegt im nordöstlichen Teil der Isla Nubla und verleiht der Insel ihren Namen. Isla Nubla bedeutet so viel wie Nebelinsel oder auch Wolkeninsel. Den Namen bekamen sie vom spanischen Kartographen Nicolas de Huelva. Der den dampfenden Berg, wie er es nannte, als Herzstück der Insel betrachtete und dieser die Insel in einen schwarzen Nebel tauchte. Entdeckt wurde die Isla Nubla und somit auch der Mount Sibo im Jahr 1525 von einem der ersten europäischen Seefahrer namens Diego Fernandes. Der dampfende Vulkan war nicht nur das Herz der Isla Nubla, sondern auch gleichzeitig das Markenzeichen der Insel. Warum also sollte John Hammond nun einen Park mit Dinosauriern auf einer Insel errichten, die einen aktiven Vulkan beherbergte, der scheinbar jederzeit ausbrechen konnte? Im Buchkanon finden wir hierauf eine ganz klare Antwort: Hammond nutzte die Geothermalenergie des Vulkans, um kostengünstige und nachhaltige Energie zu erlangen, welche einen Großteil des Parks am Laufen hielt. Auf der Isla Sorna hat er übrigens dasselbe gemacht. Nutzte er hier einen gewaltigen Wasserfall, der in der Mitte der Insel stand, und die Strömung, die dieser in die Flüsse laufen ließ. Und interessant hierbei ist, dass wir normalerweise den Filmkanon und den Buchkanon stark voneinander trennen müssen, da die Filme sich doch sehr viele Freiheiten gegenüber der Romane genommen haben. In diesem Fall jedoch ist die Energiegewinnung, welche John Hammond auf den beiden Inseln vorgenommen hat, ebenfalls im Filmkanon offiziell verankert. Peter Ludlow erwähnt die Geothermalenergie der Isla Nublar tatsächlich kurz in The Lost World Jurassic Park 2, also eben im Film. Ebenso können wir dem Jurassic Park Compendium und anderen offiziellen Quellen entnehmen, dass auch die Sorna im Filmkanon ihre Energie durch Wasserkraft bezogen hat. Zumindest zu einem Teil. War der Vulkan also schon die ganze Zeit Ausbruch gefährdet? Im Spiel Jurassic Park The Game sehen wir eine unterirdische Kontrollanlage, welche die Geothermalenergie extrahierte und unter Kontrolle hielt. So könnte man also meinen, dass der Vulkan erst dann aktiv wurde, als diese Systeme nach dem Ingen-Vorfall nicht mehr benutzt wurden. Das Spiel ist und war jedoch noch nie offiziell im Kanon verankert. Somit fällt diese Theorie schon mal aus dem Raster. Ebenso liegt nahe, dass der Vulkan zu Zeiten des Jurassic Park noch nicht ausbruchgefährdet gewesen ist, beziehungsweise nicht mehr ausbruchgefährdet ist, weil er einfach folgende Signale nicht vorzeigen konnte. Es gab keine kürzlichen Ausbrüche, keine nennenswerten seismischen Aktivitäten, keine uns bekannten Gasemissionen und keine Bodenverformung. Wie gesagt, wir reden hierbei über den Filmkanon. Das heißt, obwohl die Insel 1525 mit einem aktiven, brodelnden Vulkan entdeckt wurde, hat sich dieser mit der Zeit wieder gelegt. Und zum Zeitpunkt des Aufbaus des Jurassic Parks bestand hierbei keine Gefahr mehr. Ein aktiver Vulkan muss schließlich nicht zwingend als gefährlich eingestuft werden. Siehe den Yellowstone Nationalpark, der immer noch zugänglich ist, trotz des Wissens, dass dieser Vulkan aktiv ist. Der Mount Sibo scheint also zu Zeiten des Jurassic Parks eine unerschöpfliche, nicht bedrohliche Energiequelle gewesen zu sein. Was also hat den Vulkan so plötzlich zum Ausbruch gebracht? Die Website der Dinosaur Protection Group erklärt, dass der Mount Sibo erst seit 2017 erneut als Ausbruchgefährdet eingestuft wurde. Das erklärt zumindest schon mal, weshalb Jurassic World ebenso wie der Jurassic Park auf der Isla Nublar errichtet wurde, da die Gefahr durch diesen Vulkan zum Zeitpunkt der Erbauung beider Parks nicht wirklich nennenswert gewesen ist. Ebenso wissen wir laut der Dinosaur Protection Group, dass Erdbeben die Geothermalenergie aufgewühlt haben und so die Katastrophe ihrem Lauf nahm. Eine äußerst hartnäckige Theorie besagt, dass wir in Staffel 5 von Jurassic World Camp Cretaceous eine offizielle Antwort auf die Frage bekommen haben, wo diese Erdbeben plötzlich hergekommen sind. Lasst uns diese Theorie mal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, ob wir das wirklich in den offiziellen Kanon als Fakt mit einbinden können. Und zwar soll es laut dieser Theorie an einem Generator auf der sogenannten menta insel liegen, der im Verlaufe der Geschichte überhitzte und auf der Insel für starke Erdbeben sorgte, die man sogar bis auf die Isla Nublar spürte. Was diese Theorie noch stützt, ist der Fakt, dass die fünfte Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous im Jahr 2016 spielt, also ungefähr ein Jahr vor der offiziellen Aufzeichnung, dass der Mount Sibo wieder aktiv und ausbruchsgefährdet sei. Es würde also Sinn ergeben, dass das hier die offizielle Antwort ist. Und ja, die Spekulation dahin will ich gar nicht vom Tisch schieben, die bleibt weiterhin offen, aber laut aktuellem Faktenstand des offiziellen Kanon müssen wir sagen, dass diese Theorie ebenso nett ist wie die Theorie, dass Jurassic World Chaos Theory nach Jurassic World Dominion spielt, aber genauso ist auch diese Theorie offiziell falsch zwar wusste niemand von der Mentakorb Insel, da die ja im Geheimen lag, was auch erklären würde, warum die Medien in den Filmen nie darüber berichteten und einen Zusammenhang zwischen der Mentakorb Insel und dem Erdbeben zogen, Jedoch finde ich die Antwort zum Vulkanausbruch von J.A. Bayona, also dem Regisseur von Jurassic World Fallen Kingdom, wesentlich sinnvoller in Gesamtbetrachtung auf das, was der Jurassic Park Film von 93 damals aufgebaut hat. Dort brachte Ian Malcolm nämlich bereits die sogenannte Chaos-Theorie und den Schmetterlingseffekt zum Ausdruck. Eine Verkettung an unglücklichen Ereignissen, die von der Natur bestimmt sind und von Menschen nicht beeinflusst werden können. Er nannte es das Unvorhergesehene und auch J.L. Bayona ging genau auf dieses Zitat von Ian Malcolm ein. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erwähnte der Regisseur nämlich folgendes: dass der Ausbruch des Vulkans eine, er nannte es, göttliche Fügung gewesen ist. Hierbei bezog er sich ebenfalls auf ein Zitat von niemand Geringerem als John Hammond in The Lost World Jurassic Park 2. Er verglich den Vorfall also mit dem Hurrikan Clarissa, der die Sorna getroffen hatte und ebenfalls verwüstete. Und genau diese göttliche Fügung, diese Naturkatastrophe, können wir aktuell in der offiziellen Timeline im offiziellen Jurassic-Kanon sehen. Somit setzt der Vorfall mit dem Mount Sibu im offiziellen Filmkanon an die Warnung von Ian Malcolm an, die er von Anfang an prophezeite. Die Theorie über einen Zusammenhang des Ausbruchs des Mount Sibo und der fünften Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous ist eine sehr nette Theorie und wer weiß, vielleicht wird die irgendwann noch einmal in den offiziellen Kanon verankert. Sinn machen würde es definitiv, aber nein, laut aktuellem Stand ist das tatsächlich einfach falsch. In Wahrheit war der Ausbruch des Mount Sibo eine göttliche Fügung, eine Naturkatastrophe, genauso wie ebenfalls der Hurricane Clarissa auf der Isla Sorna. Und ich muss sagen, wenn man sich das mal so vor Augen hält, finde ich tatsächlich einen natürlichen Vorfall wesentlich bezeichnender für das, was uns Jurassic Park schon von Anfang an erzählt hat, dass die Natur immer die Kontrolle über uns hat und nicht andersrum. Und wenn wir uns überlegen, dass die Natur hier ein Ereignis hervorgerufen hat, welches genau diese Spezies bereits vor 65 Millionen Jahren ausgelöscht hat, hat das schon irgendwie etwas sehr poetisches und sehr düsteres. Jetzt bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr davon? Findet ihr das okay, dass man eben jetzt hier ganz klar sagt, die Natur war einfach an allem Schuld gewesen? Würdet ihr lieber einen offiziellen Zusammenhang zur Serie haben? Wie steht ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich finde euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.